Ich meine, gewöhnlicherweise trifft man eher keine interessanten Leute während einer Nachtschicht an der Tankstelle. Es ist eher eine Halbwahrheit. Es ist definitiv eine höhere Wahrscheinlichkeit, seltsame, gruselige Freaks während einer normalen Schicht zu treffen. Aber nach ein paar Monaten lernt man alle Stereotypen kennen. Die todmüden Normalos auf dem Weg nach Hause, die Horden von Teenagern auf einem Süßigkeiten-Fressgelager, die Meth-Heads, die ihr ganzes Geld für Junkfood ausgeben, die Weinmütter, die 24-Stunden-Fitnessstudio-Ratten, die Alkoholiker, die mit Fahrrädern unterwegs sind, da ihnen die Führerscheine entzogen wurden. Es dauert nicht lange, um sie alle zu sehen. Ich bin hier schon seit Jahren. Lange genug also, um etwas interessant nennen zu können. Selbst wenn der eigene Schwellenwert für Abnormales sehr hoch angesiedelt ist, fällt diese Geschichte definitiv unter die verstörenden Dinge. In einer Herbstnacht, gegen 3 Uhr, kam ein Mann und ein Junge im Alter von 9 Jahren in die Tankstelle. Ich grüßte sie recht halbherzig, während ich nur einen flüchtigen Blick auf sie warf und schaute anschließend auf mein Telefon. Der Junge machte langsame, vorsichtige Schritte in Richtung der Süßigkeiteninsel, während sein Vater in Richtung der Biere lief. Allein anhand seiner Körpersprache konnte ich erkennen, dass er irgendwo zwischen schlecht gelaunt und wütend war. Seine Schultern waren nach vorn gelehnt und er machte zügige, schwere Schritte. Ich seufzte und stellte mich auf eine Diskussion ein, wie ich sie schon viele Male hatte. »Ich kann Ihnen keinen Alkohol nach 2 Uhr verkaufen«, sagte ich. Er schaute zu mir rüber und bewegte sich wortlos entlang der Wand, nahm einen Tee und lief in Richtung der Kasse. So wie er lief, vermittelte er den Eindruck, dass er mir eine verpassen wollte. Ich bereitete mich vor und versuchte ihn mit einem monotonen »Wie geht es Ihnen?« zu beruhigen. Er starrte mich für eine unangenehme Weile an und sagte anschließend »Eine Packung Marlboro Rot.« Erleichtert, dass er wegen seines Bieres nicht rumjammerte, drehte ich ihm meinen Rücken zu, um seine Zigaretten herauszunehmen und erschrak, als er plötzlich schrie »Jack! Beeil dich, Junge!« Ich drehte mich um und schaute an ihm vorbei. Ich konnte sehen, wie sein Sohn an den Süßigkeiten stand und einfach vor sich hin starrte, ohne wirklich eine Entscheidung zu treffen. Es war der erste Blick, den ich von ihm wirklich erhaschen konnte. Und es sah so aus, als ob er mit den Tränen kämpfte, welche offensichtlich nicht die ersten des Tages waren. Ich zog die Zigaretten und den Tee über die Kasse und sagte nichts. Ich hoffte, dass sich die Situation von allein regelte. Sowas erlebte ich schon oft in einer normalen Nacht und habe gelernt, mich lieber nicht einzumischen. Er zog grimmig einen 10-Dollar-Schein aus seiner Tasche, um seinen unvollständigen Einkauf bezahlen zu wollen. Und nach nicht einmal 20 Sekunden, nachdem er das erste Mal schrie, brüllte er erneut. Jesus fucking Christus! Beweg dich! Das war genug, um mein Interesse am Kundenservice zu verlieren. Nachtschichten hatten eine interessante Dynamik. Obwohl wir alle eigentlich ein kundenfreundliches Lächeln auflegen sollten, war ich auch hier, um ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Also, sobald gewisse Grenzen überschritten wurden, hörte ich auf, freundlich zu sein. Ich sagte, »Hey, beruhige dich«, in einem ruhigen Ton. Er drehte sich in derselben Intensität um, in der er schrie, und antwortete, »Was war das?« Er kann wohl 2 verschissene Minuten haben, um sich einen Schokoriegel herauszusuchen. Du wirst nicht beliebter, nur weil du mir einen Schokoriegel kaufst, also sei kein Arschloch. Und du kannst deine Fresse halten. Ich sagte ihm, alles klar, dann wären wir hier fertig. Und zog dabei seine Einkäufe aus seiner Reichweite, während ich ihm sein Geld entgegenschob. Dabei bemerkte ich, dass auf dem Schein Blut klebte. Und dann bemerkte ich, dass die Knöchel an seiner rechten Hand bluteten. Zwar angetrocknet, aber sie glänzten noch. Nun war ich mir sicher, dass das Ganze körperlich werden konnte. Ich war zwar solide 10 cm größer als er und gute 20 Kilo schwerer, aber wer wusste schon, was der Verrückte in seinen Taschen hatte. Unsere Unternehmensphilosophie erlaubte zwar keine Waffen, aber ich hielt Dinge zur Abschreckung in Reichweite. Ich positionierte mich so, dass ich nach dem Brecheisen greifen konnte und sagte ihm, »Ich wette, dein Junge möchte jetzt gehen. Er kann den Riegel behalten.« Er gab mir erneut dieses lange, unbehagliche Starren und antwortete ruhig. Ich bin gleich wieder da. Ich blieb nicht stehen, um herauszufinden, was er im Schilde führte. Ich rannte los und sperrte mich im Büro ein, während ich 911 wählte. Ich fühlte mich ein wenig bescheuert, ein Zusammentreffen mit einem Typen zu melden, der vielleicht nur ein Arschloch war, aber ich beobachtete ihn über die Kameras, während er etwas auf seinem Rücksitz suchte. Ich beschrieb dem Zuteiler das Auto und er fragte mich,
Habt ihr einen kleinen Jungen bei sich? Bevor ich den Anruf beendet hatte, konnte ich schon Sirenen hören. Eine Menge Sirenen. Es dauerte ein paar Tage und einige Unterhaltungen mit der Polizei, bis ich die ganze Geschichte kannte. Die Antwort war eine umfassende Fahndung. Jack, Senior tragischerweise, hatte auf Wunsch seines Sohnes das Recht verloren, ihn zu sehen. Und das gipfelte in einer simplen Entführung. Seine Ex-Frau wurde unerkenntlich mit einem Hammer verstümmelt. Die Wunden an seiner Hand kamen durch Splitter ihres Schädels. Das Ganze passierte 6 Stunden von meinem Laden entfernt und der erste Stopp, den sie hatten, war bei mir. Ich möchte nicht darüber nachdenken, was wohl passiert wäre, wenn Jack seinen Schokoladenriegel in einem angemessen zeitlichen Rahmen herausgesucht hätte.